Oh, es regnet mal wieder. Welch eine Ehre. Gebratener Aal, überbackener Blumenkohl. Und ich habe von Linus einen Katzenfisch bekommen. Ich habe was geschenkt bekommen. Nice. Einen Paprikapopper. So, dann kann Foxy halt gleich direkt erstmal zu Gas gehen. Eigentlich Gas, Clint. Und dann ihre Hacke holen. Ihre Axt. Brauchen wir den Katzenfisch? Ich glaube, wir haben schon einen abgegeben. Ich guck mal eben. Ich meine zum Züchten oder so. Ja, da Ach bin ich so. jetzt auch gerade auf dem Weg. Naja, wir bräuchten Ziegerforelle später. Katzenfisch haben wir, glaube ich, schon abgegeben. Zum Züchten. Hier ist keiner drin. Ich tue nur erstmal rein. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, was hier im Wasser schon drin ist. Ups. Super Seegurkenleich. Das klingt so verkehrt. Ja, irgendwie schon. So. Eine Lachsbeere. Unsere Fledermäuse haben uns eine Lachsbeere gegeben. Okay. Feuerquarz. Den gebe ich dann gleich ab. Yes, und Clint Eastwood dran. Muss auch bedenken, ich habe immer noch die Schnecken für Vincent. Ja, Lucy? Ich habe jetzt mal den Steinfisch in den Teich geworfen. Mach das. Vielleicht bringt er uns ja doch irgendwie ordentlich Geld ein. Am meisten bringen die Störe. Der Blobfisch am meisten, genau. Blobfisch. Hier sind Würmer bei unseren Krabbengräusern. Okay. Falls sie jemand einsammeln möchte. Ja, bin schon dabei. Dann bist du schneller als ich, okay. Das verkaufe ich. War nur Saatgut drin. Boah. Also bin ich Passiert. da. Hier oben haben wir keine Blümlein. Dann gehe ich jetzt mit den 5 Gold und 10.000 K die Axt auf die Spitzhacke aufwerten. Ja. Wo waren denn jetzt eure ganzen Äxte und Co. nochmal? Ich habe mal Bei den in den. Häusern. Bei den Häusern war die drin, ne? Ja. Dann nehme ich mir nämlich eine normale Spitzhacke raus, falls hier eine drin ist. Ist es natürlich nicht. Wait, dann kannst du meine mitnehmen. Danke. Weil dann kann ich danach nämlich in die Mine gehen. Also kann ich trotzdem noch weiter buddeln. Dauert zwar etwas länger, aber macht ja nichts. Dann suche ich uns eine Omnikiode raus. Finde ich ja sicher irgendwo. Elliot habe ich diese Woche schon seine Geschenke gegeben. Stimmt, zu Sebastian muss ich noch. Foxy, du warst schon bei Clint. Ja. Okay. Und Ich dass ich run. immer in die Mine gehe, fahre, wie auch immer, um zu Sebastian zu gehen, ne? Eigentlich total dumm. Nein, eigentlich praktisch. Nee, ich kann ja auch einfach oben lang gehen bei der Farm. Das ist ungefähr der gleiche Weg. Von der Länge her. Ach nee, ich habe dem ja schon zwei Geschenke die Woche gegeben. Vincent wollte ich ein Geschenk geben. Da laufe ich jetzt nicht runter. Hallo Lucy. Hi. Hat jetzt irgend noch wer was, der was jetzt gerade abgeben möchte zum Verbessern oder sonstiges? Ist doch schon erledigt. Dann würde ich jetzt nämlich einen weiteren Ich Fisch. muss noch den Feuerquarz zum Magier bringen. Habe ich schon erledigt. Ja, ich weiß, du, aber ich nicht.
sehe schon, unsere Farm wird zur Hälfte nur noch aus Fischteichen bestehen. Nein, das ist ja das Gute, dass wir eine Vier-Ecken-Farm haben. Ja, eben, zur Hälfte. Zu einem Viertel. Ja, ja, dann halt Viertel. Ein anderes Viertel ist, Feuerquarz sollte ich holen. Tiere. Das andere Viertel ist Bäume, das andere Viertel ist Farm. Ich habe eben noch gesagt, stimmt, Feuerquarz wollte ich. Laufe vor die Truhe und musste nochmal nachgucken, was wollte ich eigentlich. Also irgendwie habe ich es heute, ne? Vielleicht habe ich doch zu wenig geschlafen. Oh, ich habe auch einen Straußfarn. Den brauchen wir ja auch noch. Ach ja, stimmt. Waldmine. Also Waldhöhle. Waldhöhle? Geheimer Wald. Gut, dass ich mich jetzt... Gut, dass ich nochmal zu den Tieren gegangen bin, ne? Ich habe nie gesagt, dass ich da war. Vor allem, ich habe hier immer noch mein Brötchen, was ich vorhin eigentlich gemacht hatte, ne? Ihr erinnert euch? Ja. Zu beide Fantasy-Anfängen heute im Stream. Ja. Drei Zuschauer. Hey. Bei mir sind nur zwei angezeigt. So, Vincent, bist du zu Hause? Ja, bist du. Was willst du denn mit Vincent? Stecken in den Hals stopfen. Ganz genau. Das klingt so gemein. Oh nein, Mama macht heute Linsen so. Oh geil, lad mich zum Essen ein, bitte. Bitte, ich möchte mitessen, Vincent. Ich liebe Linsensuppe, bitte. Lass mich mitessen. Robin! Nee, Robin, sag ich schon, Jody. Lass mich bitte mitessen. Sir, wie überredet deine Mutter, mit, dass ich mitessen darf? Nein. Er gibt Linsensuppe. Muss ich beim Meebot mit den Fakten noch mit reinhauen. Liebt Linsensuppe. Hi. 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 Stimmt, ich kann trotzdem noch mal in die Mine. Dann kann ich jetzt vielleicht keine Omni-Geode holen. Dafür reicht die Zeit, glaube ich, nicht mehr. Aber ich kann aber wenigstens meine Butler erledigen. Dann habe ich wieder was zum Verkaufen. Hallöchen, Jasmin. Oh, einen Qualitätssprinkler bekommen. Ich muss immer noch zu Gunther. Das war ich bis heute noch nicht. Die Sachen abholen. Gunther. Oh, ernsthaft, du blödes Spiel. Ich packe extra den Waldspringer dahinter. Nein, er benutzt den Waldspringer, um die Markierrolle zu machen. Was? Ich kann extra nochmal zum verdammten Waldspringer angeln gehen. Weil er den dafür benutzt hat, für die Markierrolle. Hä? Kann er denn den Waldsprinkler für... Hä? Waldspringer ist ja ein Fisch. Ach so, Waldspringer. Ich habe Sprinkler verstanden. Ich habe mich gerade voll gewundert, hä? Was ist ein Waldsprinkler? Weiß ich nicht, das war ja so verwirrt. Ich konnte gerade noch wenigstens ein Ei retten vor der Mayonnaise-Maschine für das Spiegelei. Ach ja, stimmt. Da war was.
Ja, da war was. Da war was, da war was, da war was. Wir brauchen mehr Tiere. Wenn du ja jetzt die Goldspitzhack hast, ne? Ja. Hau direkt als erstes den Metrioiden weg. Hatte ich vor. Okay, danke. Kohle. Mag jemand runterkommen und 6 Kohle abholen? Oder allgemein Kohle abholen? Hier ist ein Kohlewagen. Das lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich. Auf Ebene 12? Das ist gar nicht weit. Ja, aber ich versuche noch gerade den Waldspringer zu angeln. Ja gut, okay. Dafür habe ich 2 Amethysten geangelt. Und 2 Katzenfische. Und Foxy? Ja, wieso nicht? Ja. Ich habe die Qualitätssprinkler jetzt mal da zu den Scheuchen reingetan, ne? Okay. Ich kleiner, ein kleiner Leuchtring. Oh. Foxy, dann kriegst du auch erstmal noch einen kleinen Leuchtring dazu. Ja. Zu deinem kleinen Magnetring. Ich krieg dann. Ja. Bis ich dann den. Die Solaressenz habe für den. Anderen Ring. Und danach geben wir es dann erstmal Jasmin, die beiden kleinen Ringe, bis ich für Jasmin auch so einen machen kann. Ja, Foxy, ich wäre dann froh, wenn du morgen eventuell eben die Bäume weghauen könntest. Ich mach das schon morgen, nur ich hab jetzt erstmal das gemacht, hier mit dem Waldspringer etc. pp. Na, alles gut, ey, keine Hektik. Dann musste ich das Ei retten. Eine Maki-Rolle zu weit, nochmal zurückrennen für den verdammten Waldspringer. Oh, wait. Zyra macht morgen den, wenn sie die Spitzhacke hat, den Asteroiden weg. Und Foxy kümmert sich ja morgen dann ums Holz, weil ich habe hier noch einen Holzstumpf, der mitten im Weg liegt. Ja. Und ich habe hier auch noch einmal Mahagoni-Saat. Oh, nice. Okay. Warte mal. Hä? Bin ich gerade blind? Weiß ich nicht. Bist du's? Ja, ich war blind. Ich habe die Recyclingmaschine nicht gesehen. Was? Die hat sich gerade wirklich extrem gut getarnt im Schatten. Hä, bist du gegengelaufen oder was? Ich habe die Recyclingmaschine in den Schatten da echt nicht gesehen. Ja, ob du gegengelaufen bist, wollte ich wissen. Oder ich habe einfach Rechtsklick in die Richtung gemacht, wo sie stehen sollte. Lol. So, ich komme nach Hause, Leute. Foxy kriegt ihren Leuchtring. Ja. Leuchte, 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 Ring. Ich denke, ein Glitzerring. Ja, der hat eine mein schöne Kleine. Ausstrahlung. Ich tue ihn wieder in die Gunther-Truhe rein. Mhm. Ich mache das jetzt einfach einheitlich. Ich tue euch die Sachen einfach alle in die Gunther-Truhe rein, wenn ich da was habe. Ja. Das ist die Truhe, die da am leersten steht und so. Ja, ist alles in Ordnung. Richtig. So, jetzt noch das Saatgut wegtun und dann ab ins Bett mit mir. Hammer.